Rolling, 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 rolling. Hallo und herzlich willkommen bei einem neuen Let's Play von World of Warships. Hier ist wieder euer Hoda. Und heute sind wir unterwegs mit dem Tier 8 Zerstörer der Amerikaner, der Benson. Und da zwei Zerstörer bekanntlich besser sind wie einer, bin ich heute mit Free Agent unterwegs. Free Agent hat übrigens auch einen sehr, sehr guten YouTube-Channel, wo ihr Let's Plays von World of Tanks und World of Warships finden könnt. Ich verlinke den dann auch hier nochmal in der Beschreibung unten. Also schaut da mal vorbei, da sind sehr nette und zum Teil auch witzige Sachen dabei. Doch jetzt zurück zum Gefecht. Free Agent fährt das gleiche Schiff wie ich und wenn wir hier unsere Feuerkraft bündeln, sollten wir doch etliches erreichen können. Wir befinden uns im Herrschaftsmodus. Es gibt drei Caps auf dieser Karte der Verwerfungslinie. Da wir vor Cap R gespawnt sind, werden wir uns auch in diese Richtung begeben, um das Cap so schnell wie möglich für unser Team zu sichern. Von der Aufstellung her sieht es ganz gut aus. Wir haben einen Zerstörer mehr wie die Gegner. Die Gegner haben zwei japanische Zerstörer und den polnischen Premium-Zerstörer, den ich hier leider nicht aussprechen kann. Das heißt, wir sind eigentlich im Vorteil, weil wir zu zweit im Team sind, im TS sind, uns absprechen können und die Zerstörer mit gezieltem Beschuss doch relativ schnell ins Jenseits befördern können. So, laufen wir mit voller Kraft auf das Cap zu. Ja, die amerikanischen Zerstörer unterscheiden sich doch wesentlich in der Spielweise von ihren japanischen Gegenstücken. Ah, da kommt schon eine Mogami rein. 15 Kilometer entfernt. So, erstmal weiterlaufen, da sagen wir noch ein bisschen was zu den Zerstörern. Und zwar haben die eine wesentlich schnellere Turm-, Dreh- und Feuerrate wie die Amerikaner. Wie die Japaner natürlich, meine ich. Allerdings hat die ganze Sache auch einen Nachteil, nämlich die Torpedos. Sie haben eine wesentlich geringere Reichweite und sind in den meisten Fällen auch etwas langsamer. So, jetzt setzen wir hier mal neben der Insel, rechts und links, jeweils einen Torpedofächer. Falls die Mogami versuchen sollte, ins Cap zu kommen. Cap A wurde für unser Team gesichert. Das heißt, der Zähler fängt an zu ticken. Cap B wird von einem weiteren Zerstörer eingenommen. Der Kiew, einem russischen Zerstörer. So, da wir sehen, dass sich da jede Menge auf Cap A zubewegt, werden wir noch ein Weilchen hier verweilen, um das Cap auch nicht bloß zu erobern, sondern auch zu sichern. Agent hat ebenfalls Torpedos abgesetzt, da wurden wir entdeckt und da kommt schon ein Zerstörer und zwar der Japaner, die Fubuki. Den werden wir gleich hart unter Feuer nehmen. Ihr seht es selbst, man kann das Schiff schwenken, ausweichen und trotzdem bleiben die Geschütze aufs Ziel ausgerichtet. Die Japaner haben das Problem, dass sie zwar auch gute Geschütze haben, aber die Turmdrehrate doch eher einem Kreuzer gleichkommt. Nicht einem Zerstörer, das heißt, wenn sie ausweichen müssen, wandern die Geschütze aus dem Ziel aus. So, wir haben da schon etliches zerschossen, 18 Treffer. Da kommen die Torpedos auf mich zu, die feindlichen weichen mir aus. Und der erste Zerstörer ist raus, das gab die Auszeichnung fürs Blatt für mich. So, allerdings hat er mich auch getroffen, ich brenne und da ist eine Mogami in Sichtweite. Das heißt, ich werde nebeln, um meine Position zu verschleiern, den Brand löschen und mich aus der Sichtweite begeben. Die ich immerhin auf 5,8 Kilometer gedrückt habe mit dem Captain Skill, dem Tarnanstrich und dem Tarnmodul, das man ab Stufe 8 einbauen kann. So, dann kommt noch eine Atago noch mit dazu. Das heißt, hier kommen drei Schlachtschiffe und zwei Kreuzer, gegen die wir dieses Cap halten wollen. Ob das funktioniert, werden wir sehen. Unser Team hat sich doch recht einseitig aufgeteilt, wie ich auf der Minimap gerade sehe. Die hängen alle hinter uns rum. Überhaupt nicht schön. Alter, das mittlere Cap ist völlig ungesichert. Okay, hinten treiben sich noch drei Schiffe von uns rum. So, setzen wir mal Torps auf das Schlachtschiff ab und hoffen, dass es seinen Kurs beibehält. Aber die Torpedos sind eher zweitrangig bei diesem Zerstörer, da sie bloß 55 Knoten laufen. Und ihn doch recht leicht ausgewichen werden kann.
Noch wurden wir nicht entdeckt, wir sind noch unsichtbar, können somit weiter vor den Schlachtschiffen und den Kreuzern kreuzen. So, eine Atago ist so vermessen und will uns unser Cap wegnehmen. Die Schlachtschiffe drehen ab, obwohl die Amagi könnte ich fast mit den Torps erwischen. Nein, die laufen alle vorbei, die hat sie gesehen und dreht da raus. So, die Atago ist inzwischen ins Cap gelaufen. Unsere gesamte Flotte läuft nach oben weg. Schönen Dank für die wahnsinnige Unterstützung und den Support, den wir hier gerade erfahren, ich und Andreas. So, schauen wir mal nach der Atago. Allerdings sind meine Torps noch im Nachladen. Und ich werde das mit Geschützen machen müssen. Allerdings bin ich ziemlich nah dran und werde beim Schießen aufgehen. Aber ihre Türme zeigen in die andere Richtung. Das heißt, wir können es wagen, da ein paar Salven abzufeuern. Jawohl, da treffen wir. Haben das Cap verteidigt. Der Gegner konnte es somit nicht einnehmen. Jetzt bekommt er dann doch Feuer von wem auch immer. Ich vermute mal, das dürfte Andreas sein, der damit drauf schießt. Ja, das sieht ganz danach aus. Allerdings sind wir jetzt offen, müssen ein bisschen hin und her navigieren, um nicht von den anderen Unterstützerschiffen des Gegners getroffen zu werden. Ja, da regnet es dann doch schon rein, da wurde mein Turm zerstört, die Atago ist raus, das Cap ist immer noch uns. So, wir sind wieder zugegangen, da die anderen Schlachtschiffe doch weit entfernt sind. Da laufen die Torps der Atago, aber ungefährlich für mich. Andreas und ich drehen wieder ein auf Cap A, um einen erneuten Angriff auf die Schlachtschiffe zu fahren. Cap C wurde uns mittlerweile weggenommen. Aber der Gegner hat 3 Schiffe dabei verloren und wir haben erst einen Zerstörer verloren. Das ist ein gutes Verhältnis. Und wenn das so bleibt, dann sollte da nicht viel schief gehen. So, da kommen nochmal Torps. Das sind... Ja, was sind das? Ach, die müssten von der Mogami sein, denn das sind 3x2. Ne, 3x2, von wem können die sein? Ja, das werden wir gleich sehen, schätze ich mal. So, die Colorado kommt da recht nett rein, auf 8,2 Kilometer. Da werde ich mal probieren, Torps zu setzen. Wenn ich mir so halbwegs sicher bin, dass sie den Kurs nicht mehr ändert. Unser gesamtes Team läuft nach oben, nach Norden weg. Das ist eher suboptimal für uns, weil alleine können wir uns mit diesen 3 Schlachtschiffen auch nicht anlegen. Andreas hat seine Torps abgesetzt, die laufen recht gut. Ich habe meine Torps abgesetzt, jetzt kommen die über Kreuz rein. Das heißt, es wird gar nicht so einfach für die Colorado da rauszukommen. Ja, Andreas, seine sind vorbeigegangen. Hoffen wir mal, dass meine treffen. Jetzt müssen wir erstmal ein bisschen Abstand gewinnen. Da unsere Torpedos wieder 1,5 Minuten nachladen. Jetzt können wir hier alleine leider nicht mehr verhindern, dass der Gegner ins Cap läuft. Meine Torps sind auch alle daneben gegangen. Ja, so einfach ist das gar nicht. An alle, die denken, Zerstörer sind OP. Ihr glaubt gar nicht, wie anstrengend das ist, sich eine günstige Schussposition für die Torpedos zu erarbeiten. Und die Trefferrate der Torpedos ist bei einem guten Spieler, liegt so zwischen 8 und 9%. Und das ist dann echt hoch. Ein Durchschnittsspieler kommt auf 6 bis 7% Trefferrate für die Torpedos. Das heißt, OP ist was anderes. Aber Andreas hat da trotzdem noch eine zweite Salve Torps auf die Colorado abgesetzt. Und die sehen ganz gut aus. Ja, schauen wir gleich nochmal hin. Engine Boost deactivated. Jawohl, jawohl, da kommt was rein. Immerhin ein Torpedo getroffen. Ich bin eröffne das Feuer mit meinen Geschützen. Der Hoffnung, sie in Brand zu setzen. Da sie ja jetzt, denke ich mal, durch den Wassereinbruch reparieren musste. Unsere North Carolina steht hier rum. Ja, ein stehendes Schlachtschiff ist eine ganz schlechte Sache, wenn noch Zerstörer im Spiel sind. Wie ihr gerade seht. Da bekommt sie ein Torpedo ab. Stehende Schiffe sind ein leichtes Ziel. Man sollte doch immer etwas in Bewegung bleiben. Jetzt wird's eng. Jetzt drücken hier wirklich 3 Schlachtschiffe auf uns zu.
Die Verteidigung wird immer schwieriger. Jetzt bin ich aufgegangen durch die Armagi, bin unter die 5,8 Kilometer Sichtweite gefallen, bekomme auch sofort eine Salve reingedrückt, allerdings nur leichten Schaden. So, dann hebeln wir mal wieder. Sicher ist sicher. Die Armagi schießt weiter auf mich, zumindest in meine Richtung. Mal Torps abgesetzt, aber da sie weiß, dass ich hier bin, sollte es ihr nicht schwerfallen auszuweichen. Da ist der Zerstörer, die Azaharu. So, fangen wir an, das Feuer zu eröffnen. Sie sucht ihr Heil in der Flucht. Aber den einen oder anderen Treffer kann sie nicht verhindern. Ob sie was zerschossen, ich konnte leider nicht sehen, was. Wie zu erwarten, kommt die Amagi da drüben aus den Torpedos raus. Unsere Schlachtschiffe treiben sich immer noch ziemlich weit hinten rum. Eigentlich recht ungehörig für Schlachtschiffe. Sie überlassen die ganze Arbeit wirklich den Kreuzern und den Zerstörern. Das geht definitiv anders, liebe Schlachtschifffahrer. Andreas setzt hinter mir noch einmal Truppsalve ab und hat dann vor, auf B zu laufen. Allerdings sieht er gerade, dass da eine Mogami im B steht und er alleine gegen die Mogami doch relativ schlecht aussehen würde. Ich bin schon wieder offen, das heißt, der Zerstörer muss hier sein. Schauen wir mal, ob wir ihn diesmal finden. Ja, da ist er. Jetzt eröffnen wir das Feuer und jetzt sieht man gleich den Nachteil der Hatzahau, um auf mich feuern zu können. Muss sie gerade ausfahren. Sie kann, sobald sie ausweicht, dreht sich das Schiff schneller wie die Türme und sie verliert mich aus dem Visier. So, eine Salve um die andere hämmert auf die Hatzaharu ein. Immer schön hin und her schwenken, das Schiff. So. Jawohl, Treffer, Treffer, Treffer. Das sieht gut aus und da ist sie raus. So gefällt mir das. Die Trupps von ihr gingen ins Leere. Oh, da ist noch ein One-Shot. Aber da kommt noch eine andere Salve rein und nimmt ihn raus. So, die Zerstörer des Gegners sind raus. Und wir können viel, viel entspannter arbeiten. Jetzt macht uns keiner mehr so schnell auf, wenn wir unsere Erkennungsreichweite ordentlich ausnutzen und unseren Tarnwert, können wir Schiffe relativ bedenkenlos attackieren. Wie gesagt, die Trupps haben eine Range von 9,2 Kilometer, das ist nicht die Welt. Noch dazu, da sie plus 55 Knoten laufen, sind sie definitiv nicht als Hauptbewaffnung zu zählen bei diesen Schiffen. Die sollte man doch eher wie ein Kanonenboot fahren. Eigentlich sind amerikanische Zerstörer Zerstörer Zerstörer. Sie sind ideal, um feindliche Zerstörer abzufangen. So, die Trupps laufen wieder mal. Hier habe ich diesmal auf die Nagato abgesetzt. Die zwei Schlachtschiffe wollen Richtung B laufen, um unsere Flotte abzufangen. Mittlerweile wurde die Mogami in der Mitte zerstört. Andreas hat auch einen Kill, ich habe zwei Kills. Das sieht doch ganz gut aus. Ich denke, wir konnten hier ganz gute Arbeit leisten bis jetzt. So, die Torpedos kommen echt gut rein diesmal. Die Nagato sieht sie, versucht auszuweichen, dem ersten Fächer entkommt sie auch. Allerdings dem zweiten nicht mehr. Ein Treffer, zwei Treffer. Ja, bleibt dabei. Zwei Treffer, ein Wassereinbruch. Die Schütze sind in die andere Richtung ausgerichtet. Wir fangen an zu feuern. Ihre Sekundäre nimmt mich unter Feuer. Ich versuche sie in Brand zu schießen. Ja, das klappt auch. Ich hoffe mal, sie hatte gleich ihren Wassereinbruch repariert. Dann ist das Reparaturteam gerade duschen. Und, da trifft ziemlich hart. Und wir können durch den Brand doch noch etwas Schaden machen. So, jetzt entfernen wir uns erstmal wieder. Nutzen unsere Nebel, dass ich jetzt weiß, wo ich bin. Andreas kommt von oben rein. Holt das Cap zurück. Da haben wir wieder alle drei Caps. Es sind noch diese zwei Schlachtschiffe übrig. Hier sollte nichts mehr anbrennen. Wobei ich der Meinung bin, dass wir das definitiv nicht unseren Schlachtschiffen zu verdanken haben. Wir haben hier
nicht wirklich was geleistet. Die haben sich die ganze Zeit doch auf Max Range zurückgehalten, sind mehr oder weniger davon gelaufen und greifen erst zum Schluss richtig ein, haben die Arbeit den wesentlich leichteren Schiffen überlassen. Und das ist dann eigentlich nicht die Art, wie man ein Schlachtschiff spielt. Gut, das Cap wird noch erobert, aber da kommen wir, glaube ich, nicht mal mehr dazu, weil der Zähler oben doch schon hart auf die 1000 zutickt. Und das war's. Wir haben dieses Spiel gewonnen. Immerhin 89 Treffer, 2 Torpedotreffer, 2 Schiffe versenkt. Cap erobert, Cap verteidigt. Ja, ich und Free Agent liegen immerhin auf Platz 2. Mit 3 zerstörten Schiffen ist das ganz gut für ein Team. Ja, der Schaden ist auch in Ordnung. Kann man damit leben. Kein überragendes Spiel, aber ein solides Ergebnis. Das sind die übrig gebliebenen 187.000 und 6.060 EP sind rausgekommen. Alles in allem, wie gesagt, eine solide Leistung. Wir sehen uns bald wieder hier auf FOTA TV. Also dann an die Geschütze und versenkt sie, bevor sie euch versenken.